Ludwig Hoffmann. Er setzte als oberster Baumeister der Hauptstadt neue Maßstäbe und prägte mit 150 Gebäuden das Bild der Metropole. Ludwig Hoffmann schuf Badeanstalten, Schulen oder überraschte mit verspielten Brunnenanlagen. In seiner Krankenhausstadt sollten die Menschen in einer parkähnlichen Anlage Ruhe und Erholung finden. Eine Architektur mit sozialem Gewissen und dem Streben nach Schönheit. Damals ungewöhnlich, heute einzigartig. Er war einer der Ersten, der versuchte, eine Architektur für die Moderne zu entwickeln. Ludwig Hoffmann, ein Architekt mit der Vision, etwas Großes zu schaffen. In Berlin-Buch ist ihm das gelungen. Im Ludwig-Hoffmann-Quartier wird es weiterleben.